Hallo und herzlich willkommen wieder bei mir in der Küche für ein pikantes Mittagessen, was aber erstmal gar nicht dann so scheint, denn es werden Crêpes. Aber die werden halt nicht süß, sondern wie gesagt pikant. Bin ich eigentlich gar nicht so der Freund bisher von gewesen, aber das hat mich jetzt irgendwie direkt angesprochen. Also was heißt, bin ich bisher nicht der Freund gewesen? Es hat mich immer gescheut, das überhaupt zu machen, weil für mich muss Crêpe oder Pfannkuchen oder so immer... In meinem Gehirn ist das verankert mit süß und ich habe immer gesagt, nee, das mag ich nicht. Aber wenn ich ehrlich bin, habe ich es nie probiert. Und deswegen, das wollen wir ändern. Heute wird es probiert. Das ist ein Rezept, was ich im Internet gefunden habe, was ich hier unten verlinke. Ich thermomixiere mir das jetzt aber einfach. Also, das ist jetzt auch keine Kunst, denn ich mache jetzt erstmal den Crêpe-Teig und das sind 150 Gramm Mehl. Dann 300 Gramm Milch, also das wird schon dünn auch, ne? Denn es soll ja wirklich so ein Crêpe werden. Und zwei große Eier, ich habe mir da die größten rausgesucht, die ich habe. Dann einen halben Teelöffel Salz und eine Handvoll Petersilie habe ich mir draußen gepflückt, also auf meinem Balkon, und habe das ein bisschen klein geschnitten. Und das werde ich jetzt für 30 Sekunden auf Stufe 5 vermengen. Also das ging ja auch wirklich richtig schnell. Und ja, wie man sieht, das ist richtig flüssig. Ne? Aber naja, so soll es halt sein. Und das soll jetzt aber erstmal eine Viertelstunde ruhen. Und die Zeit gebe ich Ihnen auch. Denn es gibt nämlich noch zu tun, also für mich nicht, weil ich habe es mir schon vorbereitet, aber ich habe gleich noch was anderes. Und zwar sind das 300 Gramm Champignons, eine rote Zwiebel in Scheiben geschnitten und eine Knoblauchzehe, die wird gleich nur dazu gepresst. Also das ist dann für die Füllung und, ganz wichtig für die Füllung, ein Camembert. Da bin ich nämlich auch froh, dass ich den aus dem Kühlschrank jetzt loswerde, weil jedes Mal, wenn ich den Kühlschrank aufmache, denke ich so, was ist das für ein übler Geruch? Es ist der Camembert. Ja, der ist noch super, aber naja, der müffelt halt immer ganz schön, ne? Also ihr könnt diese Zeit aber jetzt erstmal dafür nutzen, hier die Champignons zu putzen und zu schneiden. Es soll in Viertel geschnitten werden, also das habe ich noch nicht gemacht, das muss ich auch noch machen. Also bei mir ist die Viertelstunde des Teigruhens auch schon rum und ich fange jetzt aber erstmal an hier und ja, es kommt erstmal Öl in die Pfanne, ich nehme da so 3 Teelöffel. Und ja, ich habe hier halt noch so von meiner Knoblauchölproduktion was, deswegen brauche ich das erstmal auf. Ansonsten hätte ich aber einfach Olivenöl genommen. Und als erstes gebe ich die Zwiebelringe dazu. Und die werden wirklich nur ganz kurz, also vielleicht eine Minute einfach kurz angebraten. Und ich habe hier schon meine Knoblauchzehe und meine Presse. Dann ist das auch schon mal gleich parat. Und ich mache das jetzt schon. Ich hätte das natürlich auch beim Crêpe-Backen machen können, aber ich bin ja nicht so multitaskingfähig. Deswegen mache ich das, lasse das in der Pfanne und mache das dann nur kurz, also lasse es halt ganz leicht noch weiter schmurgeln, während ich dann die Crêpe backe. Also vielleicht eine Minute und schon kommen die Champignons dazu. Das waren braune Champignons, aber ich zähle ihnen ja immer ihr Mäntelchen da aus. Also das ist auch immer so ledrig und ach und dreckig. Ja, ich mag das nicht. Ich weiß, man kann die putzen, aber ich ziehe dann immer diese Lederhaut ab. Und die lasse ich jetzt wirklich nur so schmuggeln, bis die durch sind. Also vielleicht 5 Minuten, also sie soll natürlich, die werden dann ja so, ja, die sehen dann ja immer dunkelbraun aus und werden ja so weicher. Und dann ist es für mich der richtige Zeitpunkt. Und ich gebe noch jetzt den Knoblauch hinzu. Bei mir war es schon eine ganz schön große Zehe, aber naja, Champignons und Knoblauch, das gehört auch irgendwie zusammen. Und die werden jetzt noch schön gesalzen und gepfeffert. Also, ja, Salz. Aber gerade Pfeffer möchte ich wirklich ein bisschen mehr haben. Das liebe ich total, wenn ich den Pfeffer noch so bei den Champignons rausschmecke.
das ist jetzt schon mal so, dass ich das wirklich in kleiner Temperatur stelle ich das jetzt zur Seite und rühre immer wieder mal rum und kann jetzt mit dem Knäpp beginnen. Und ich gebe mir einfach nur ein bisschen Fett drauf, damit es nicht so anbackt. Ich habe ja schon so einen Crepe-Maker gehabt. Der ist samt einem Bananencrepe zum Wertstoff hochgegangen, weil das war nicht mehr darunter zu kommen. Ne? Also, ja. Das war schon richtig ärgerlich. Also, deswegen fette ich das jetzt erstmal ein. Das ist jetzt heiß und gucken wir mal. Also, es sollen ja 4 werden, wobei bei mir wird das glaube ich nicht 4, weil dieser Crepe-Becher ist einfach sehr groß. Ne? Soll natürlich ganz dünn aussehen. Ja, aber ich gebe da noch mehr drauf. Hier meine Platte, die quakt. Also. Bei mir wird das wirklich ein sehr großer Crepe. Und auch, ja. Man sieht auch sofort, wie das so schon gart. Das Entscheidende da an der Sache ist halt auch wirklich nur, dass man den auch wieder runterbekommt. Ne? Und das wird. Ja. Also auf den Märkten, das ist ja immer. Ist ja immer toll, wie die das machen. Ich habe direkt ein bisschen Angst. Den gleich umzudrehen. Und dadurch, dass der Crepe so dünn ist, ist der natürlich jetzt so unheimlich schnell gebacken. Och, und das hat doch wohl super geklappt. Ich hatte ja wirklich dieses Crepe-Trauma durch diese Geschichte mit dem Bananencrepe, aber das klappt jetzt wirklich super. Ich glaube, der Crepe-Maker, der wird jetzt doch öfter mal verwendet. Ne? Ja. Also das ist wirklich eine Sache vielleicht von 2 Minuten, dann ist das hier fertig gebacken. Ja, ich bin ganz glücklich. Ja, also vielleicht insgesamt nach 2 Minuten. Also ich klappe den jetzt erstmal so zusammen und backe jetzt nochmal. Ja, wie gesagt, also ich glaube bei mir werden es 3, nicht 4. Also jetzt, wo das so richtig heiß ist, also wenn es überhaupt eine Minute war, da ist es schon fertig gebacken. Und ich nutze jetzt noch die Zeit und schneide mir hier schon mal den Camembert. Da muss ich aber gleich hier den Balkon aufmachen. Das ist ja sehr pikant. Aber wie gesagt, der ist noch haltbar. Und auch der Crepe. Wie gesagt, das ist weniger ein Crepe, das ist eher schon fast ein Pfannkuchen. So, also er ist ein bisschen zu dick geworden. Ich hätte wirklich den einen, der war nicht groß genug. Also bei mir 3 wirklich große Crepe. Und dadurch, dass das so schnell ging, sind diese Crepe und auch die Pilze noch richtig heiß. Und ich muss sagen, wenn es 4 Crepe geworden wären, dann finde ich, wäre es ein bisschen wenig Pilz. Ne? Also erstmal den Pilz drauf. Und dann noch den Camembert. Ja, und das wird jetzt eingeschlagen und schön eingerollt. Und fertig ist er. Also. Da muss ich sagen, natürlich denke ich mal, wird mir ein so ein Crepe reichen zum Essen. Aber das würde ich mir jetzt sogar zutrauen, das für Gäste zu machen. Weil ich dachte, das wäre etwas, was mich zu sehr aufregen würde. Also wenn das dann mit dem Crepe nicht so klappt und das muss man ja wirklich genau auf den Punkt bringen, wenn die Gäste halt da sind. Aber dadurch, dass das jetzt wirklich so schnell ging, ja, kann ich nur sagen, das ist auch ein Gericht, was ich sogar jetzt direkt für die Gäste machen würde. Also jetzt geht es natürlich noch an die Geschmacksprobe.
Es riecht hier unheimlich gut nach dem Knoblauch und nach den Champignons. Und der Camembert, der ist ja auch richtig schön nochmal drin zerlaufen. Dadurch, dass die Crêpes wirklich so schnell gebacken waren, sind die natürlich auch knallerheiß jetzt noch gewesen. Mmh. Das ist der absolute Hammer. Ich habe ja immer gesagt, ich mag keine deftigen Crêpes. Mmh. Heute ist der Tag, an dem ich das revidiere. Mmh. Also mit dem, oh, der Camembert ist auch total lecker da drin und der ist jetzt auch so ein bisschen geschmolzen. Hm, perfekt. Also wirklich so ein tolles Essen. So einfach. Also bei dem Crêpe, ja, was ist da drin? Mehl, Milch, ja, und ein Ei. Nee, zwei Eier, genau. Und die Füllung ist natürlich nach Belieben. Ich muss sagen, ich fand es ein bisschen wenig Champignons. Also wenn das wirklich vier Crêpes hätten geben sollen, hätte das ruhig auch ein bisschen mehr Champignon sein dürfen. Aber gut, es hat jetzt auch gereicht. Ja, also ich finde es total lecker. Mm. Also vor allem mit dem Camembert auch. Also wenn man jetzt noch einen Salat dabei machen würde, wäre das auf alle Fälle für drei Leute ein Hauptgericht. Mm. Also ich esse jetzt vielleicht anderthalb davon. Die anderen kommen in, also restliche anderthalb kommt im Kühlschrank. Und da bin ich mir auch sicher, wenn ich das morgen in der Mikrowelle einfach nur warm mache, wird das auch super sein. Dann kann der Camembert auch nochmal so zerlaufen. Also ich bin begeistert. Ich verlinke euch unten das Rezept. Es ist eigentlich nur, dass ich mit dem Thermomix den Teig gemacht habe. Das war ja jetzt anders, aber ansonsten ist es ja genau so gemacht worden. Und ich würde auch nichts anderes machen. Ja, wer jetzt nicht so ein Crêpe-Ding hat, der macht es halt in der Pfanne. Nur da bin ich ja sowieso ganz schlecht drin. Und mit diesem Crêpe-Maker war es jetzt wirklich einfach klasse zu machen. Und er stand sowieso ganz hinten im Schrank. Der musste jetzt auch mal wieder aktiviert werden. Ist ja zu schade, mache ich da immer nur Dürüm drauf, obwohl er sowas Tolles kann. Ne? Ja, also viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.